Hallo meine Lieben, herzlich willkommen und hier auf meinem YouTube-Kanal zu dieser neuen Ausgabe von Klein Marketing Consulting. Und ich möchte hier mal fünf Fragen aufzählen, die du dir selber stellen solltest, wenn du letztendlich nicht von der Stelle kommst. Also ich sehe ja immer wieder Leute, die sich bei mir auch anmelden, bei mir im kostenlosen Strategiegespräch, kannst du auch gerne bei dir, kannst dich auch gerne bei mir anmelden, wenn du möchtest. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck Wasser nehmen, einen Schluck Kaffee nehmen, sorry. Ich habe mir einfach mal diese Ostertage hier genutzt, oder ich nutze sie ja noch, heute haben wir den Ostersonntag 2024, um mir mal runterzuschreiben, welche fünf Fragen du dir stellen solltest, wenn du nicht von der Stelle kommst. Und ich nehme mich da auch selber, packe mich da selber auch immer wieder selber an der Nase. Das heißt, alles, was ich letztendlich meinen Kunden weitergebe, habe ich mindestens einmal schon selber auch durchgemacht oder durchlebt. Ja, also es gibt letztendlich nichts, was ich meinen Kunden weitergebe in meinem Programm, beziehungsweise, wenn sie das dann wünschen, in meiner operativen Dienstleistung als Beimischung, als Zugabe noch im Consulting und im Coaching, was ich nicht selber durchlebt habe, was ich nicht selber aus meinen eigenen Erfahrungen heraus produziert habe, sozusagen. Jetzt hat sich, glaube ich, gerade die Kamera wieder verschoben. Ach, herrlich, mein Gott. So. Und letztendlich, ich weiß nicht, wenn jemand von euch versteht, warum meine Kamera ständig so zuckt, sie ist mir runtergefallen, vielleicht hat das damit zu tun, dann bitte gerne in die Kommentare, wenn jemand von euch sich super mit Kameras auskennt. Ich verstehe es jetzt aktuell gerade nicht, muss ich mir jetzt schon wieder eine neue Kamera kaufen, was auch immer. Ich glaube, es hat mit diesem Silikon zu tun, dass es absolut alle Kameras irgendwie vergriffen sind. Unter 500 Euro gibt es anscheinend auch bei Saturn keine Kameras mehr. Und naja, also die fünf Fragen, nochmal zurück zum Punkt. Die erste und allerwichtigste Frage, die du dir auf jeden Fall stellen solltest und die auch ich mich immer wieder stelle, zum Jahreswechsel meistens gar nicht mal so sehr, aber häufig zu meinem Geburtstag, insbesondere wenn es ein runder Geburtstag ist, wie der 50. Geburtstag, ja ein halbes Jahrhundert vor drei Tagen, dann stelle ich mir doch ganz immer gerne wieder diese Frage letztendlich häufiger stellen, ja, vielleicht sogar quartalsweise, ist, wer sind deine Kunden? Und nicht zwar die Kunden, die du jetzt potenziell gerne hättest oder irgendwie sowas, sondern die aktuellen Kunden, mit denen du zusammenarbeitest. Und wenn du Angestellter bist, solltest du dir die Frage stellen, okay, wer ist mein Auftraggeber bzw. Arbeitgeber? Und das wirklich mal dediziert hinterfragen, wer das ist aktuell und will ich davon mehr? Und wenn ja, wie kann ich das machen? Oder will ich andere Kunden, noch bessere Kunden und so weiter? All diese Fragen wirklich mal stellen, denn ich habe zum Beispiel immer wieder festgestellt, dass ich mich zum Beispiel auch während der Pandemiezeit 2020 zu stark auf einen Kunden fokussiert habe, mit dem Resultat, dass ich damals wahrscheinlich 100 bis 200.000 Euro nicht verdient habe, weil ich einfach mit diesem einen Kunden, auf den ich mich so stark konzentriert habe, letztendlich aber mehr oder weniger am Cap-Limit war. Ja. Das bedeutet im Klartext, wenn du dich auf einen ganz bestimmten Kunden konzentrierst, ja, das ist grundsätzlich was Schönes, ja, besonders wenn du einen Kunden sehr gerne magst, aber hinterfrage dich, zahlt das auf dein Ziel ein? Okay, ganz, ganz wichtig. Und eventuell hast du dich da ein bisschen
verfranst. Was mir letztendlich auch wieder passiert ist, in den letzten, sagen wir mal, 6 Monaten. Dann das nächste, geh mal ganz tief in dich rein und sei da wirklich so ehrlich, wie du nur irgendwie sein kannst mit dir selber und hör in dich rein, wer du eigentlich bist. Was möchtest du eigentlich und wer bist du eigentlich? Ich habe auch letztens wieder ein Gespräch mit meinem Vater geführt und da ist mir wieder aufgefallen, in letzter Zeit habe ich mit meinen Eltern nicht mehr so viel Kontakt und einfach viel um die Ohren und auch viele Sachen, die ich noch erreichen möchte in meinem Leben. Und mir läuft so ein bisschen die Zeit davon sowieso schon und da habe ich einfach auch nicht Zeit, mit Leuten zu verbringen, die selbst meine Eltern, aber die mich einfach nicht da irgendwie darauf einzahlen, ja, auf diese Ziele. Und habe mich immer wieder mit meinem Vater unterhalten und da ist mir wieder aufgefallen, wie wenig er eigentlich mich kennt und versteht. Ich meine, wir reden hier von einer Person, die einen Großteil meines Lebens mit mir verbracht hat, also jahrzehntelang, ja, und zumindest die ersten paar Jahrzehnte. Und ich möchte mal wissen, wie man das hier machen kann, dass die Kamera nicht immer rumwandert. Also die eine Kamera, die zuckt immer, die andere Kamera wandert. Ja, vielleicht sollte ich mir jetzt dann doch noch mehr Kameraleute irgendwie dann... Ich habe zwar ein paar, aber die sind ständig immer auf irgendwelchen... Also ich habe jetzt erst wieder eine neue Studentin so ein Training angeboten, dass sie bei mir so ein bisschen rummachen kann. Und die ist echt super, die Frau. Total liebes, nettes Mädel. Nur hat die leider einen Job bei so einer amerikanischen TV-Serie und dann hat die immer so gut wie nie Zeit. Ja, das ist natürlich der Nachteil, wenn man sich relativ günstig jemand holt. Wie das halt bei so TV-Serien ist, die muss dann teilweise bis um 1 Uhr morgens da irgendwo rumgeistern. Also, sich tief in reinhören, denn du umgibst dich häufig mit Menschen und wir sind ja immer der Durchschnitt der Leute, die mit dir uns umgeben. Du umgibst dich häufig mit Menschen, die vorgeben zu glauben, zu wissen, wer du bist, was du willst, was für dich am besten ist und so weiter. Und das nur mal hinterfragen, entspricht es auch der Realität? Ja? Kommt alles, spielt alles eine Rolle im Werdegang des Unternehmens, des Erfolgs und des Glücks? Also, Finanzen. Der dritte Punkt, Finanzen, Long-Term versus Short-Term. Super wichtiger Punkt. Ich werde nochmal ein extra Video machen, was ich letztes Jahr auch wieder, das ist eigentlich gar nicht so glauben, dass es erst ein Jahr her ist, aber da habe ich einfach noch so ein paar Aktienkanäle verfolgt und sowas wie Florian Horm und Felix, wie heißt der nochmal, Felix Hessel, Moritz Hessel, Dr. Elsässer, Max Otte schon länger nicht mehr und noch so ein paar andere und dann schaue ich mir, jetzt habe ich so ein Bankstatement bekommen von DEGIRO und da sehe ich halt, okay, minus eine fünfstellige Summe minus, ja, weil ich, und dann schaue ich, okay, wie ist dieses Minus zustande gekommen, und waren das immer die Sachen, die ich genommen habe aus diesen YouTube-Kanälen, die Sachen, wo ich mir selber ausgedacht habe, die sind relativ gut gelaufen und trotzdem dieses Minus, ja, also Das ist schon herb, deftig, weil ich mir denke, okay, wie viel Zeit habe ich da rein investiert auch und habe es auch so einen Leserbrief gekauft und was weiß ich alles für ein Kram. Und dann letztendlich war das alles Schwachsinn. Also was Finanzen betrifft, vergiss mal dieses ganze Gelaber und Geschwätz. Bilde da deine eigene Meinung drüber. Und Short-Term versus Long-Term ist super wichtig. Also jetzt zum Beispiel von diesem Markus Dr. Elsässer, ja, der hat immer gesagt, ja, kauf dir die Nestle und lasse liegen und so. Ich habe jetzt mal reingeschaut, Nestle ist bei mir bei minus 2000 Euro, ja. Also das Geld hätte ich auch ganz gern für was anderes verwenden können. Ja, lass liegen. Ja, klar, okay, ich bin jetzt 50. Dann lasse ich es halt 100 Jahre liegen. Haben meine Enkel was davon. Bravo, ja. Alles klar.
Also da kriege ich schon wieder einen Rant hier. Also da könnte ich wieder fuchtig werden, ehrlich war, bei diesen ganzen ja, Schachtelhubern da alles. Naja, gut. Also Long-Term-Finanzen, Long-Term versus Short-Term. Okay, ganz wichtiger Punkt. Ja, hallo mein Lieber, ich freue mich sehr, dass du bis hierhin das Video geschaut hast, sehr aufmerksam hoffentlich. Denn in diesem Video geht es nun mal um ein prinzipielles Thema, nämlich dass Unternehmertum immer mit Risiko verbunden ist und Selbstständigkeit letztendlich mit Sicherheit nur sehr wenig zu tun hat, sich grundsätzlich eigentlich ausschließt. Und von daher, wenn du den Weg tatsächlich gehen willst und dich wirklich auch selber ernst nehmen möchtest als Selbstständiger und als werdender Unternehmer, beziehungsweise wenn du auch schon ein paar Mitangestellte oder Freelancer hast und bereits deine 20.000, 30.000 Euro mindestens im Monat machst, dann würde ich dich herzlich begrüßen, bei mir dir einen Termin zu buchen, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ich dir dabei unterstützen kann. Melde dich am besten sofort an beim kostenlosen Erstgespräch und dann sehen wir uns auf der anderen Seite. Bis dahin, dein Thomas Klein. Da mache ich nochmal ein gesondertes Video drüber. Okay, vierter Punkt. Was macht dich wirklich glücklich? Das geht so ein bisschen ran an dieses tief in dich reinhören. Und das ist wirklich, wirklich super wichtig. Also da muss ich jetzt gleich mal hier. Oh, mein Gott. Mir wird schon wieder heiß wie die Hölle hier. Wenn ich mir in diesen Themen hier laber. So. Also, Jungs. Was macht dich wirklich glücklich? Und ja. Ich werde dieses Video hier posten und was hat das jetzt mit Neukundengewinnung zu tun? Ich kann dir eins sagen, so ziemlich alles. Ja? Denn wenn du, und ich sehe das bei so vielen, die sich einfach diese Frage nicht wirklich gestellt haben, was macht dich wirklich glücklich? Ja? Was macht dich wirklich glücklich? Ja? Denn nur wenn du diese Frage imstande bist zu beantworten und dann diesen Weg gehst, der Weg, der dich wirklich glücklich macht, dann bist du auch in einem State of Mind, ja? Dann erhöht sich automatisch dein Selbstwertgefühl, ja? Dein Wohlseingefühl, letztendlich deine Ausstrahlung und alles. Und das zahlt alles auf Neukundengewinnung ein, ja? Wie willst du jemals jemandem was verkaufen, wenn du dir selber im Weg stehst, indem du nicht die Dinge tust, die dich glücklich machen? Ja? Also ganz einfach, bei mir, ich muss ehrlich zu mir selber sein, also über diese ganze Pandemiezeit und so weiter, wo ich teilweise irgendwie ja, nur gearbeitet habe, ich bin den ganzen Tag einfach nur aus dem Schlafzimmer ins Homeoffice rüber, 2 Meter ins Büro. Ja, in meinem Wohnzimmer und dann letztendlich rüber zum Edeka einkaufen und wieder zurück, ja. Und da wäre ich fast wahnsinnig geworden. Und das wird mir nie wieder passieren, so, weil da gehe ich lieber woanders hin, ja. Also, da wo es gibt auch ein paar Länder, da ist es nicht ganz so krass wie gewesen wie hier. Also, da werden auch noch ein paar Videos kommen. Ihr werdet das noch erleben. Und was, die fünfte Frage, was gibt dir maximale Energie? Das ist das absolute Wichtigste überhaupt. Ich habe immer wieder auch Kunden und Anfragen gehabt von Kunden und potenziellen Kunden, die zum Beispiel zu mir gekommen sind, weil sie also vordergründig ein Problem hatten mit Neukundengewinnung. Okay, ich brauche mehr Leads, mehr Neukunden. Okay. Dann haben wir ein bisschen zusammengearbeitet und dann stellt sich langsam heraus, zum Beispiel, ich hatte dann irgendwie einen Kunden, einen Termin, ein Lead und so weiter. Da wollte ich nochmal nachbesprechen. Freitagnachmittag war keine Zeit. Wollte den Termin dann auf Samstag verlegen. Samstag ging nicht, weil der gute Mann, das war letztes Jahr irgendwann,
dann irgendwie mit seiner Tochter unterwegs war oder sowas in der Richtung. Ja, er war irgendwie geschieden und alleinerziehend, okay, das rechne ich auch hoch an. Und dann wurde halt das Kind immer so, er durfte immer so ein paar Stunden mit dem Kind machen und dann seine Ex-Frau und so weiter. Und alles schön und gut, ja. Wenn dir das Energie gibt, mach's. Wenn dir das, dieses Hin und Her mit deiner Ex-Frau und den ganzen Kram, wenn dir das Energie raubt, lass es. Ja, ganz einfach. Also ganz genau unter die Lupe nehmen. Was gibt dir Energie und was raubt dir Energie? Ich glaube, da machen auch viele Fehler. Und ich denke mal, einer der Hauptgründe dieser Fehler ist, dass sozusagen die emotionale Abhängigkeit von Leuten, die dir im Grunde schaden, ja, und dazu gehören ganz besonders die Leute, die dir am nächsten zu stehen, zu sein scheinen. Und ich rede hier knallhart von Familie, nächster Familie. Ja, das kann sein Eltern, Mama, Papa, Großmutter, Großvater, Tante, Onkel, Schwester, Bruder. Das können auch, wenn du älter bist, deine Kinder sein, die dir deine ganze Energie rauben. Dann musst du dafür auch eine Lösung finden. Niemand auf der Welt, wirklich niemand, deine Frau nicht, deine Ex-Frau nicht, deine Freundin nicht, niemand hat das Recht, dir, ja, deine Energie zu rauben, ja, um, wie so energievampirmäßig, ja, und dir im Wege zu stehen, auf dem Weg, deine Ziele zu erreichen, ja. Fünfter und ganz wichtiger Punkt. Und überleg mal, hinterfrag mal, wer sind die Leute, die dich am meisten, sozusagen die fünf Leute, mit denen du dich am meisten gibst und wie beeinflussen die dich? Positiv und negativen Sinne, ja. Denn jede Münze hat ja zwei Medaillen, ja, zwei Seiten, ja. Also genauso wie man negativ beeinflusst wird von den Leuten, mit denen man sich am meisten umgibt, genauso kann man ja auch positiv beeinflusst werden von den Leuten, mit denen man sich am meisten umgibt. In diesem Sinne freue ich mich wieder, dir vielleicht ein paar Wachrüttler, Wachmacher mitgegeben zu können. Und ich kann schon irgendwie gar kein richtiges Deutsch mehr sprechen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wahrscheinlich, ja. Letzte Nacht habe ich auch irgendwie in Englisch geträumt. Ja, ich freue mich schon, wenn es wieder losgeht. Bis dahin, dein Thomas Klein. Ciao.